ihr da draußen und willkommen zu dieser neuen Themenfolge. Heute, wie ihr schon im Titel gelesen habt, wahrscheinlich, geht es um Star Stable und die ganz tollen Preise bzw. die Entwicklung von Star Stable, wenn es so um Geld geht. Wir haben ja so ein paar Leute dabei, die mitgeritten sind oder die jetzt mitreiten. Ja, wir sind ja noch hier, ne? Also Deutsch klappt nicht so ganz. Und ja, genau. Es war nach dem Stream und somit hatten die Leute einfach die Möglichkeit, mitzureiten bei der Themenfolge. Aber wir fangen jetzt gleich einfach mal an. Denn mir ist aufgefallen, als ich letztens auf die Star Stable Starcoins Preise geguckt habe, dass es da eine drastische Veränderung gab. Und mit drastisch meine ich wirklich einiges. Also jetzt nicht nur 1, 2 Euro. Und ich würde mal sagen, wir fangen erstmal an mit den Fakten. Ich spiele ja Star Stable schon relativ lange, deshalb kann ich ziemlich gut beurteilen, dass es damals deutlich billiger war, Star Stable zu spielen. Wenn wir uns jetzt rein von den Fakten her mal ansehen, hat Star Stable, um sich quasi ein Lifetime Star Rider Abo zu kaufen, damals 59 Euro gekostet und jetzt, also 59,99, quasi 60 und jetzt kostet es 64,99. Das Ganze ist also innerhalb der letzten paar Jahre um 5 Euro teurer geworden. Abgesehen davon, wenn wir uns jetzt die 10.000 Starcoins angucken, beziehungsweise beim doppelten Starcoins die 5.000 mal 2, damals, als ich mir einmal 5.000 mal 2 Starcoins gekauft habe, habe ich 39,99 gezahlt, also 40 Euro. Und heute zahlt man 10 Euro mehr. Also man zahlt heute 49,99, das heißt quasi 50 Euro für 10.000 Starcoins. Und überlegt euch mal, wie viel Geld das ist. Wenn jeder Spieler, der sich 10.000 Starcoins kauft, 10 Euro mehr bezahlt wie vorher, machen die einen enormen Gewinn dadurch. Ich möchte auch ganz kurz anmerken, dass wenn wir uns diesen Lusitano angucken und ihr ihn euch von Starcoins kauft, dass ihr dann 22 Euro für ein Pferd ausgibt, das nur aus Pixeln besteht. Das heißt, dieses Pferd kostet fast 1000 Starcoins und 22 Euro kosten 1000 Starcoins, wenn man sie sich bei Star Stable kauft. Das heißt, dieses Pferd, diese Pixel kosten 22 Euro. Und dieser Fakt macht mich ein bisschen fertig, weil ich habe 39 Pferde. Ich habe die meisten davon erspart und die anderen sind von den zwei Malen, bei denen ich Starcoins gekauft habe. Einmal 10.000 und einmal 1.000. Ich muss sagen, dass ich für mich selbst entschlossen habe, keine Starcoins mehr zu kaufen, weil es sich für mich nicht rentiert. Ich denke, umso älter man wird, umso mehr sieht man, dass es eigentlich keinen Sinn hat, sich sowas zu kaufen, sich Starcoins zu kaufen. Und prinzipiell, man sagt ja immer, ja, wir unterstützen das Spiel damit. Aber ob ich mir jetzt Starcoins kaufe oder nicht, wird dem Spiel nicht schaden. Ich denke, die Lifetime Star Rider Abos sind schon sehr teuer. Deshalb finde ich eigentlich, dass man bei den Starcoins, die wirklich sehr teuer sind, überlegt, ein Pferd, 22 Euro, sollte man da wirklich runtergehen. Fakten dafür für mich sind einfach, dass Star Stable ein Spiel für jüngere Spieler ist. Und da kann man nicht einfach so oft Starcoins kaufen und dann, klar, will jeder ein neues Pferd und so weiter. Ich kenne das ja selbst noch irgendwie. Und das finde ich einfach ein bisschen unverschämt. Weil ich werde so oft von Leuten gefragt, hey, kann ich irgendwie meine Eltern überreden, mir Starcoins zu kaufen? Dann sage ich, eigentlich brauchst du es doch gar nicht. Aber klar, es ist halt ein Spiel und in Spielen möchte man immer das haben, was andere nicht haben. Das sind in dem Sinne Pferde. Zum anderen gibt es natürlich auch noch einige positive Dinge daran. Star Stable hat sich natürlich auch positiv weiterentwickelt. Sie haben zum Beispiel deutlich aufgebaut, was jetzt zum Beispiel die Grafik der Pferde angeht. Es gibt unglaublich viele coole neue Sachen und Futures, Grafik-Updates. Und man muss sagen, wenn sich ein Spiel weiterentwickelt, kann man natürlich auch mehr Geld dafür verlangen. Aber wenn ihr euch jetzt umschaut, ist Star Stable für mich kein Spiel, wofür man so viel Geld ausgeben kann. Es hat keine Bombengrafik, wie zum Beispiel jetzt Life is Strange, also jetzt gerade von der Grafik her, sondern es hat eine ziemliche Low-Grafik, würde ich jetzt mal sagen. Und das Spielerlebnis ist jetzt auch nicht so toll. Also abgesehen von den Story-Quests sind das ja eher so, ist nicht so spannend. Also
ist jetzt meine Meinung. Deshalb komme ich letztendlich, egal wie ich es drehe, zu dem Entschluss, dass Star Stable für mich zu teuer geworden ist. Und ich würde mir heutzutage wahrscheinlich keinen Lifetime Star Rider mehr kaufen. Weil es mir zu teuer wäre und weil es mir die ganze Sache nicht wert gewesen wäre. Ich möchte natürlich niemandem ausreden, dass er das macht, aber ich möchte nur, also was ich mit diesem Video erreichen möchte, ist, dass ihr euch bewusst macht, dass ihr später, wenn ihr mal älter werdet und euch Starcoins gekauft habt, ihr werdet das wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Ihr werdet irgendwann aufhören, Star Stable zu spielen. Und wenn ihr da wirklich viel Geld reingesteckt habt, werdet ihr euch vielleicht ärgern, dass ihr das gemacht habt. Also, ich möchte euch hier mit sagen, überlegt euch, was ihr macht, überlegt euch, was ihr mit eurem Geld macht und wo und in welches Spiel ihr es reinsteckt. Denn da Star Stable nun mal wirklich teurer geworden ist und nicht gerade billig ist, genauso wie die Pferde und alle Sachen, die man haben möchte, auch die Outfits und so weiter, sind ja mit Starcoins, also sind nur mit Starcoins zu kaufen. Überlegt euch wirklich, was ihr macht und ob ihr das wirklich braucht. Es kann nämlich später sein, wie gesagt, dass ihr es dann nicht mehr wollt und euch denkt, hey, Mist, ich habe jetzt 300 Euro für Star Stable ausgegeben, was ich eigentlich überhaupt nicht brauche. Und ja, natürlich sagen manche, ich möchte das Spiel unterstützen und für die, die können das natürlich auch gerne machen, aber meistens zahlen es ja die Eltern der Leute, sofern es jüngere Spieler sind. Und man muss halt sagen, dass in Star Stable zum größten Teil nur jüngere Spieler da sind. Also finde ich, man sollte das auch dem Alter entsprechend billiger machen. Und naja, ich bedenke dann trotzdem natürlich immer, die müssen ihre Mitarbeiter bezahlen. Star Stable ist mittlerweile wirklich ein großes Unternehmen und hat sehr viele Mitarbeiter. Aber ich denke, dass die schon sehr viel Profit daraus schlagen. Also ich denke nicht, dass es nötig wäre, alles so zu überteuern. So, ich denke, das war es jetzt von dieser Themenfolge, Talking-Folge. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich habe das als Themenfolge eingestuft. Und mich würde es mal total interessieren, was ihr zu den Starcoins-Preisen in Star Stable sagt und ob ihr euch schon Starcoins gekauft habt, beziehungsweise wie viele ihr euch gekauft habt. Mich interessieren da wirklich eure Meinungen und es kann natürlich auch sein, dass ihr eine ganz andere Meinung habt wie ich, aber kein Problem, schreibt sie einfach unten rein. Ich freue mich auch, wenn man einfach, ich meine, wir haben hier Meinungsfreiheit. Schreibt einfach rein, was ihr wollt. Und dann freue ich mich über eure Meinungen und werde die mir auf jeden Fall durchlesen. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, dass es einfach zu teuer geworden ist für die Altersgruppe und für die Leistung, die das Spiel bringt. Vor allem auch gerade die Updates und so weiter sind jetzt nicht so, dass ich sagen würde, hey, da lohnt es sich auch immer wieder Geld reinzustecken. So, zudem ist mir noch ein anderer Punkt eingefallen, den ich noch besprechen wollte und bei dem ich mir auch so ein bisschen, ja, da bin ich ein bisschen kritischer Meinung. Und zwar sind das die Server in Star Stable. Denn wie sicherlich einige mitbekommen haben, sind immer wieder Server gesperrt, beziehungsweise eigentlich fast durchgehend ist der erste deutsche Server Winterstar, also aus Deutschland, komplett zu, also man kann gar nicht mehr drauf. Und letztens dachte ich mir so, eigentlich finde ich das total blöd, weil man ja für dieses Spiel Geld zahlt und dann hat man aber nicht die Möglichkeit, den vollen Zugang zu dem Spiel zu bekommen. Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine damit. Es ist ein bisschen schwierig, in Worte zu fassen. Und man hat nicht die Möglichkeit, dort zu spielen, wo man möchte, weil eben die Server voll sind. Und ich finde, man sollte wenn man so ein großes Unternehmen ist, dann sollte man irgendeine Lösung finden, dass man dorthin kann, wo man möchte. Weil ich denke einfach, jeder sollte diese Möglichkeit haben zu entscheiden, will ich jetzt auf diesen Server oder nicht. Und wenn der zu ist, nimmt es einem halt die komplette Entscheidung. Es war eigentlich eine sehr dumme Idee, den Server zu schließen, denn jetzt, wenn er aufgemacht wird, dann werden wir ja alle drauf stürmen. Aber das war, ja, so ein bisschen Star Stables Schuld. Also dagegen kann jetzt keiner mehr was tun, da sind sie wahrscheinlich selbst verschuldet. Aber das wollte ich einfach nur nochmal anmerken, weil mich das mit den Servern persönlich jetzt relativ aufgeregt hat. Ich bin nämlich eigentlich ein Mensch, der immer Server wechselt und Server 1 ist auch noch mein Heimatserver gewesen, auf dem ich quasi damals angefangen habe zu spielen, deshalb ist das für mich natürlich ein bisschen blöd. Letztendlich ist es nur ein Server, klar, aber ich finde es halt blöd, dass man nicht mehr die Möglichkeiten hat. Mich würde mal sehr interessieren, wie ihr das seht oder ob ihr früher auch auf
Server 1 wart und das jetzt nicht mehr seid. Auch für Streams und so weiter, viele sind auf Server 1 und können dann nicht mehr den Server wechseln, weil sie auf Server 1 sind. Also das, muss ich sagen, ist immer wieder echt blöd. Naja, abgesehen von den ganzen negativen Dingen möchte ich in nächster Zeit mal, was ich an Star Stable gerne mag, Video machen möchte. Nein, ich möchte so ein Video machen, wo ich sage, was ich in Star Stable besonders mag. Um die negativen Dinge so ein bisschen in den Hintergrund zu rücken. Denn man sollte natürlich auch immer das Positive sehen. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. That's just my point of view.